Wir haben 8 Hypothesen identifiziert oder 8 Punkte, die man durchgehen sollte, um auch so den Reality-Check zu machen, wo man steht. Das erste ist das ganze Thema Digitalisierung der Prozesse, ja, beispielsweise Industrie 4.0, haben wir heute gehört. Das zweite, datengetrieben entscheiden und entwickeln, Stichwort agile Preisgestaltung, insbesondere im Handel. Das dritte ist, Veränderungen schnell und agil durch die IT unterstützen. Vierter Punkt ist die digitale Governance, Risk and Compliance. Gerade heute wieder großer Artikel zu der Bedrohung durch die NSA, wo alle dachten, es wäre ein fremder Virus gewesen. Das sind eher so die 4 internen Faktoren. Die 4 externen sind digitale Plattformen durchdringen. Das ganze Thema Webportale, das muss jedes Unternehmen verstanden haben, welche Auswirkungen das für das eigene Geschäftsmodell haben. Digitale Koproduktion wird schon auch gelebt durch das Thema beispielsweise Stammdatenmanagement, einfach die Unternehmen letzten Endes zusammenzuschalten. Siebtens, Verbundprodukte und Services anbieten, das berühmte, ich kaufe eine Reise und kaufe auch gleichzeitig die Versicherung dazu. Und der letzte Punkt ist die digitale Transparenz herstellen. Sie alle wissen, was digital bedeutet, und zwar tauschen sich viele Millionen Endkunden und Mitarbeiter über ihr Unternehmen sich täglich im Internet aus. Letzten Endes sind die Meinungen gar nicht so weit auseinander, aber unterm Strich vertrete ich halt einfach die These, dass das Teil der großen CIO-Rolle ist. Wenn ein CIO strategische Themen managt, operative und auch über Zukäufe entscheidet, je nach Wertschöpfungskette, dann ist eben für mich dieser ganze Change-Teil auch Bestandteil dessen davon, weil das einfach so ein großes Thema ist. Und wenn ich jetzt einfach auch mal so quer durch die Branchen schaue und auch mal gucke, was ich so auf der was auch die großen Headhunter so suchen an Profilen, da sehe ich einfach, dass die Transformationsprofile suchen. Ja, sie suchen einfach Menschen wie Sie, die Organisation verändern können, aber das eben kombiniert. Und ich ziehe da auch einfach so für mich das Fazit, wir nennen das immer Neudeutsch Accountability, ja, eben eine Person, die das Thema umfassend begreift und auch im Unternehmen durchdrückt, Stichwort Leadership, um dann halt einfach wirklich schnell zu sein.